Das ist die Geschichte vom Gschwandhere, vom Hansen. Der Gschwandhere, das war eigentlich ein Geistlicher, der unheimlich als Geist groß, lang, mager ist. Und die Geschichte ist folgendes. Hinterm Pfalzer Padel haben die Maranzner und die Pfalzer an Mordswald und Wiesen gehabt. Und der hat eigentlich von allem her schon in die Pfalzer Bauern gekehrt. Aber da ist noch der Streit ausgebrochen zwischen die Pfalzer und die Maranzner. Und da hat der Pfarrer, der damals dort im Maranzen Pfarrer war, interveniert. Und durch nicht saubere Geschäfte hat er den Pfalzer Bauern die Walder angeluchst. Und so sind die Maranzner Bauern im Besitz von den Pfalzer Walder hinter den Pfalzer Badel gekommen. Wie der Pfarrer noch gestorben ist, hat es angefangen, überall zu geistern. Und der hat aber nicht in der Nacht gegeistert, der hat untertags gegeistert. Und man hat allem gesehen, die lange, hagere Gestalt, die über 2 Meter war, die ist man anspaziert und hat dann Staatsbücher, Gesetzbücher mit einer Hand gehabt und mit der anderen hat er die Schriftrollen und die Urkunden von den Kaufverträgen, von den Notaren, man angeschleppt. Und viele Maranzner, die sehen den heute noch, der ist heute noch unterwegs. Und wenn es Abend wird, dann geht er allen wieder heim Maranzner und verschwindet in der Kirche. Und in der Kirche Maranzen, da ist auf dem Plafon oben ein Fresko, da ist der lange Mann auch aufgemalt vom 18. Jahrhundert. Und das ist, und da auf meinem Bild, da 6 Jahre, die lange Gestalt, die hagere, er schaut allem auf den Boden, er schämt sich, er schaut allem auf den Boden und tragt seine Bücher und seine Urkunden an, weil er hat auch die Machsteine von den Wiesen und da hat er überall Schindluder getrieben. Und man sieht da auf dem Bild die Wiesen, überall sind die Machsteine, hinten auf die Hügel sieht man auch noch die Machsteine und das hat er alles ein bisschen ins Dunkle gebracht und da stimmt vieles im Maranzen und im Pfalz nimmer. Und deswegen geistert der Pfarrer, der lange, der Gschwandhere, wie es noch oben heißen im Maranzen, umeinander. Und wenn er einen Raue geht in einem Sommer und Glück hat, dann kann er ihn vielleicht sogar sehen, weil der soll ja umeinander geistern. Und das ist die Geschichte vom Gschwandhere vom Maranzen.